Mein Gesicht kennt ihr wahrscheinlich. Meins, wenn ihr uns ganz genau verfolgt, vielleicht auch schon. Und das Gesicht von dieser Dame wahrscheinlich auch. Damit sind wir aber noch lange nicht komplett. Bei Finanztipp arbeiten mittlerweile 100 Leute. Und da fragt ihr euch vielleicht, wie ticken die eigentlich alle? Was machen die so und was machen die vor allen Dingen mit ihrem Geld? Da haben wir mal einige Kolleginnen und Kollegen dazu befragt. Wir wollen wissen, was haben sie so für Finanztipps? Haben sie sich mal Finanzfehler geleistet? Und was sind ihre Learnings? Viel Spaß dabei. Wer bist du und was machst du bei Finanztipp? Ja, ich bin der Jonas, bin jetzt seit einem guten Jahr bei Finanztipp und ich kümmere mich hauptsächlich um den Newsletter. Ich bin Xenia, Social Media und Community Managerin und bin bei uns hauptsächlich für die Inhalte auf Insta zuständig. Ich bin die Tina und ich mache TikTok für Finanztipp. Also vor der Kamera, hinter der Kamera, redaktionell. Ich bin Andreas, alle nennen mich Ando. Ich bin jetzt Head of Software Development und allgemein so der Blockadenlöser, sag ich mal, wenn irgendjemand nicht vorankommt. Ich bin für die Bereiche Growth and Revenue zuständig. Also ich kümmere mich um den Umsatz, den wir für Finanztipp machen, mit Affiliate-Verlinkungen, also um die Verhandlungen und im Bereich Growth um alle Wachstumsprojekte. Ich bin Fabian, ich bin Geschäftsführer bei Finanztipp. Ich bin Annika und ich bin jetzt schon seit mehr als 8 Jahren bei Finanztipp dabei. Was ich jetzt mache, sind vor allem so 2 Bereiche. Einmal die Female Finance Initiative mit dem preisgekrönten Podcast auf Geldreise. Und mein 2. Bereich ist die Kommunikation von Finanztipp. Ja, hallo, ich bin Britta und ich arbeite bei Finanztipp schon seit 10 Jahren. Man mag es kaum glauben. Und ich bin für alle Rechtsthemen zuständig. Ich bin Sandra, ich bin Redakteurin für energetische Sanierung bei Finanztipp und auch Autorin des Finanztipp-Buchs Energetisches Sanieren einfach erklärt. Ja, ich bin Hendrik, ich bin bei Finanztipp Redakteur und kümmere mich um den Bereich Geldanlage. Ja, hi, ich bin Philipp. Ich verhandle die Provisionen mit bereits empfohlenen Anbietern. Na, das ist ganz wichtig, immer erst nachdem die Redaktion den Test abgeschlossen hat, darf ich zu den Anbietern gehen. Ne, bei uns kann man nichts kaufen, keine Nennung, keine Platzierung, sondern nur die Links, wenn sie vorher empfohlen wurden. Ich bin Greg Gede, ich bin Lead Frontend-Entwickler bei Finanztipp. Erzähl uns doch mal, welche Töpfe hast du für dein Geld und deine Finanzen? Ich habe tatsächlich alle Töpfe abgedeckt. Ich war ein bisschen stolz, als ich die nochmal gecheckt habe und überall einen Haken machen konnte. Einen großen Topf, unser Haus. Ich bin sehr klassisch Finanztipp-mäßig aufgestellt. Ich habe sie alle. Ich habe natürlich alle Töpfe, also klar Girokonto, Tagesgeldkonto, Kreditkarte, also kostenlose Kreditkarte und ETF-Depot. Ja, also ich habe einfach viel zu viele Tagesgeldkonten, weil ich ein fleißiger Zinshopper bin und dann geht's halt auch mal nach Luxemburg und nach Schweden. Ich habe da irgendwie Spaß dran. Ja, möglichst einfach, genau. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich natürlich ein Girokonto habe und ein Tagesgeldkonto, wo ich auch einen Notgroschen ganz brav drauf habe und dann tatsächlich ganz klassisch ETFs oder beziehungsweise einen ETF, den ich aber nur so semi gerade befülle, weil ich nebenher noch einen Hauskredit abzahle. Natürlich genau die 4, die wir bei Finanztipp auch empfehlen. Hab alle. Ich habe ein Haus gekauft, insofern manage ich sozusagen die Schulden, freue mich eher über Inflation, auch wenn es eher gemein klingt für andere und das, was ich habe auf dem Tagesgeldkonto. Hast du in der Vergangenheit mal irgendwelche Fehler beim Umgang mit Geld und Finanzen gemacht? Ich habe anfangs ziemlich willkürlich in Einzelaktien investiert, als ich damit angefangen habe. Und da sehr impulsiv auf einzelne Ratschläge einzelner Leute gehört, die mir gesagt haben, das ist echt eine gute Idee, da musst du jetzt reingehen. Und ich war da dann auch immer sehr, ja, quasi schnell begeistert und habe da relativ viel Geld reingesteckt und teure Learnings daraus gezogen. Und jetzt habe ich tatsächlich nur noch einen ETF-Sparplan. Ich glaube, das war ein Kollege, der gesagt hat, du, Rocket Internet ist der neueste Scheiß und da musst du jetzt rein. Und ich glaube, das tat tatsächlich am Schmerzhaften, was ich da an Geld verbrannt habe. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwas machen müsste, so am Beginn vom Studium. Oder dass ich irgendwas so Richtung Altersvorsorge machen sollte wahrscheinlich. Und damals gab es aber Finanztipp noch nicht. Und irgendwie war ich da vielleicht nicht ganz so gut beraten. Bin dann so ein bisschen in so diese klassische Strukturvertriebsgeschichte gekommen und dachte, okay, es ist bestimmt ganz gut, zumindest mal irgendwie eine vorgebundene Rentenversicherung oder so zu machen, was vielleicht für manche auch sinnvoll sein kann. Ich habe die jetzt gekündigt oder sozusagen komplett beitragsfrei gestellt. Das würde ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr machen. Schlicht und ergreifend aufgrund der Gebührenstruktur und der Kosten, die dann damit verbunden sind. Ja, einen großen und den mache ich nie wieder. So, ich glaube, es war so um die 18 rum, vielleicht 18, 20, bin ich leider auf so ein Schneeballsystem reingefallen und habe da so einen kleineren fünfstelligen Betrag versenkt. Der war dann leider weg. Und im Endeffekt war das
klar, so eine Sache, schmeiß erstmal einen Betrag rein und dann musstest du, um überhaupt einen Ertrag zu erzielen, andere anwerben und weiter und weiter und weiter. Und nach einem Jahr, anderthalben Jahr, kamen dann schon die ersten Klagen, sage ich mal, auf, die wo andere quasi ausgezahlt werden wollten. Und dann ist das ganze Ding zusammengefallen und dann war das Geld weg. Ha ja, habe ich. Ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das ist so meine Jugendsünde. Ich habe mich falsch beraten lassen. Auch der Finanzberater, der mir die damals empfohlen hat, ich glaube, der hatte auch nicht wirklich Plan, weil alles, was er gesagt hat, kam raus, stimmt gar nicht. Und ja, man muss auch sagen, so eine gute Freundin von mir hat so mich ein bisschen da so hingedrängt auf eine Empfehlung. Also es ist eine Aneinanderreihung von schlechten Erfahrungen und Erlebnissen. Ja, ich glaube, manchmal girl-mathe ich einfach ein bisschen zu viel. Und zwar denke ich immer, ich habe den Überblick total, vor allem bei so Rechnungskäufen und so. Habe mir da aber einmal irgendwie vergessen, ein bisschen den Überblick verloren. Und dann musste ich eine Mahngebühr zahlen. Ich bin zwar keine Schwäbin, aber ich habe das Herz von einem Schwaben und das hat mir in der Seele sehr weh getan, dass ich da Mahngebühren zahlen musste. Das war ein sehr großer Fehler für mich. Wie teuer war das? Das war ein Witz, das hat irgendwie 4 Euro gekostet oder so. Also ich glaube, mir ist es 3-mal passiert und ab da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall nochmal. Und zwar bei der guten alten Hausbank leider in ein paar zu teure aktive Fonds investiert, wo dann die Kosten halt wirklich teilweise echt die Gewinne komplett aufgefressen haben. Also mein größter Geldfehler ist wahrscheinlich, dass ich mich früher immer nicht getraut habe, mein Gehalt neu zu verhandeln, so in Jahresgesprächen. Das ärgert mich wirklich im Nachhinein sehr. Da hätte ich bestimmt auch ein bisschen was rausholen können. Und man muss echt lernen, selbstbewusst zu sein und seine Arbeit auch selbstbewusst darzustellen. Wie hast du das gelernt? Ich habe mir das Gehaltsverhandlungsvideo von Saidi angeguckt. Das fand ich super hilfreich. Aber natürlich auch, indem ich mir mal bewusst angeschaut habe, was habe ich das Jahr über eigentlich gemacht, mir das mal wirklich notiert habe und dann doch gesehen habe, wow, das ist echt einiges und das kann ich auch echt erzählen. Als ich so angefangen habe mit dem Investieren, da habe ich tatsächlich nach Einzelaktien geguckt und dann auch auf den einen oder anderen heißen Tipp gesetzt. Und das hat so mäßig gut funktioniert. Magst du auch sagen, wie viel Verlust du da gemacht hast? Also der Verlust hielt sich einigermaßen in Grenzen, zumindest so in der Rückschau. Damals war das natürlich schon Geld für mich. Also da geht es so um dreistellige Beträge. Das ist jetzt aus heutiger Sicht nicht so besonders viel. Aber das hat mich damals schon irgendwie gewurmt, dass ich dann dachte, okay, jetzt ist die Aktie nach diesem Tipp so abgestürzt. Und es gibt eine, die habe ich immer noch im Depot. Die hat sich seitdem immer noch nicht wieder erholt. Also da habe ich jetzt mal so den ganz langen Horizont und hoffe, dass ich dann auch irgendwie in den nächsten Jahrzehnten vielleicht was ändert. Oh, einen großen ist aber auch ein Klassiker. Das war vor 2000, so um 1998, habe ich mal das Erbe meiner Oma nach einem Bankberatergespräch in einen sogenannten Managed Tech-Fonds gesteckt. 4 Jahre später war das nur noch die Hälfte wert. In 2021 habe ich in Kryptowährung investiert und ja, natürlich ist es dann am Ende schief gegangen, weil ich habe es halt zu lange gehalten. Also erstmal würde ich sagen, habe ich super viel richtig gemacht. Ich war nämlich so klug und habe direkt nach meinem Studium, nach meinem Master bei Finanztipp angefangen. Und da war ich ja dann an der Wissensquelle Number One, also konnte ich dann genau austarieren, was ich jetzt finanziell tun muss. Und ehrlich gesagt, das Erste, was ich gemacht habe, und das kann man vielleicht auch so ein bisschen als Anfängerfehler verbuchen, war, also ich hatte keine Haftpflichtversicherung. Also die Muss-Versicherung schlechthin hatte ich nicht. Und ich weiß noch, wie am Anfang immer mir die KollegInnen in den Ohren lagen und wirklich gesagt haben, Annika, du musst diese Versicherung jetzt abschließen. Ich bin als Studentin mal umgezogen vom schönen Münsterland nach Genf und habe nicht berücksichtigt, dass das Leben dort sehr viel teurer ist. Und dann habe ich tatsächlich ein Haushaltsproblem gehabt. Ich habe einfach zu viel Geld ausgegeben. Ich glaube, das ist ein finanzieller Fehler. Und dann habe ich mit meinen Eltern ordentlich Haushaltsdisziplin einüben müssen. Und das war ganz schön schmerzhaft. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass man dann irgendwann die Einnahmenseite erhöhen muss. Und geholfen hat mir dabei tatsächlich die Lateinnachhilfe. Was für ein Learning hast du aus deinem Finanzfehler gezogen? Boah, das cheesy Learning ist natürlich immer erstmal bei Finanztipp lesen. Und was wahrscheinlich schon noch ein Learning ist, in jedem Fall auf Kosten- und Gebührenstrukturen zu gucken. Ich habe daraus gelernt, nichts unterschreiben, was ich nicht zu 100% verstehe, wo ich nicht weiß, was mit meinem Geld passiert, wann ich da wieder rauskomme. Und ich glaube, so das Letztere, das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt so Bindungsängste entwickelt habe. So ein Handyvertrag, der 24 Monate geht, das löst schon bei mir ein bisschen so innere Panik aus, wo ich mir denke, so fuck, was wenn dasselbe ist wieder wie mit meiner Lebensversicherung. Ich habe was daraus gelernt. Allen erzählen, ihr braucht eine Haftpflichtversicherung.
Was würdest du denn sagen, was ist denn heute noch deine größte Finanzbaustelle? So Sparpläne für meine Kinder. Die haben aktuell noch gar nichts. Und jetzt auch schon mit 4 und 5 Jahren. Ich glaube, da könnte man langsam mal anfangen, zumindest da einen Sparplan aufzubauen, weil dann haben die später auch was davon. Wann machst du das? Das ist eine gute Frage. Am besten jetzt. Ich gehe kurz, nein. Ende Schule, Anfang Studium. Ich mal so ein bisschen Aktientipps von einem, was war denn das eigentlich? Das wird irgendwie ein Arbeitskollege von meiner Mutter oder so gewesen. Zumindest jemand, der kurz vor der Rente war und der sah sehr erfahren aus. Und er hatte mir, glaube ich, damals einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Ja, die Aktie habe ich sogar noch im Depot. Aber eben auch so ein paar komische Penny-Stocks, irgendwelche chinesischen Aktien, von denen ich heute gar nicht mehr genau weiß, was es ist. Die stehen auch immer noch so mit 6, 9, 12 Euro irgendwie im Depot. Ich glaube, dass es damals in D-Mark wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gekostet hat. Aber so richtig entwickeln die sich auch nicht mehr. Die lungern da im Penny-Bereich. Wir haben ein Gemeinschaftskonto und auf dem gibt es eine Goldkarte, also unsere Kreditkarte, und eine Girokarte. Und von der Girokarte weiß ich einfach die PIN nicht. Ich wusste sie von Anfang an nicht. Und deshalb benutze ich bei jedem Einkauf die Goldkarte, wenn es vom Gemeinschaftskonto abgeht. Definitiv meinen Stromvertrag. Ich habe verpeilt, den zu kündigen. Ich habe noch einen TikTok gemacht dazu, dass man jetzt wechseln muss. Meine größte Finanzbaustelle ist, dass ich mir kurz nach dem Schulabschluss 2 Verträge von unserer Familienbankberaterin habe aufquatschen lassen. Einen Riester-Vertrag und eine Lebensversicherung. Und ich weiß, dass beide hohe Kosten haben und hatte bisher immer noch nicht die Muße, mich damit zu beschäftigen. Hast du denn schon mal eine verrückte Geldanlage gemacht? Bisschen verrückt ist vielleicht, dass ich immer noch einen 500-Euro-Schein rumliegen habe. Und zwar seit mittlerweile 13 Jahren. Den hat mir mein Opa zum Abi geschenkt und der bedeutet mir einfach irgendwie was. Ich weiß, inflationsmäßig ist das kompletter Schwachsinn, aber irgendwie hänge ich an diesem Schein. Vielleicht wird der ja irgendwann mal doch mehr wert wegen der Seltenheit. Könnte sein, ja. Genauso wie die ganzen 10-Mark-Münzen, die ich auch noch habe. Die fallen mir gerade auch noch ein. Also die verrückteste Geldanlage, die mir beim Nachdenken gekommen ist, ist das hier. Das sind Sparmarken aus der Grundschule. Als Weltspartag war, kam jemand zu uns in die Klasse und hat dann irgendwie das Kleingeld eingesammelt. Und das sind jetzt tatsächlich so Marken im Wert von 5 D-Mark. Das ist insofern auch eine verrückte Geldanlage, als das im Kleingedruckten auf der Rückseite steht. Wie ich erst jetzt nochmal gemerkt habe, man hätte das dann auch wirklich in die Sparkasse einzahlen müssen. Das heißt, ich habe es jetzt nur auf Papier. Es hat sich über die Jahre nicht vermehrt, aber es sieht schön bunt aus. Das ist verrückt und so ein bisschen eine Lehre. Vielleicht, man sollte sich auch das Kleingedruckte, selbst wenn es irgendwie nur 3 Zeilen sind, mal angucken. Ich habe mal eine lustige Sparmethode ausprobiert, nämlich diese 30-Tage-Spar-Challenge, wo man jeden Tag 1 Euro mehr zurücklegt. Also am ersten Tag 1 Euro, am 20. Tag 20 Euro. Dann soll man am Ende 465 Euro haben. Für mich war das irgendwie dann doch wahnsinnig aufwendig und ich habe ständig vergessen, daran zu denken, das zu machen. Und so richtig viel ist am Ende nicht bei rumgekommen. Also was ich einigermaßen verrückt finde, ich spiele regelmäßig Karten in einer Kartenrunde. Und wir spielen immer ins Minus. Das heißt, es ist eigentlich so, dass wir verlieren und damit Geld sparen. Und mit dem gesparten Geld, das dauert so 1-2 Jahre, fahren wir dann immer in Skiurlaub. Und das ist, vielleicht meintet ihr das nicht wirklich, aber das ist für mich eine komische Art und Weise zu sparen, Spaß zu haben und vor allen Dingen, wenn man verliert, dann mehr zu sparen. Was ist der schlechteste Finanztipp, den du kennst? Ganz klassisch, komm in meine WhatsApp-Gruppe und dann kannst du einen Porsche absahnen. Ich finde solche elitäre Gruppen oder elitär, was auch immer, so diese exklusive Gruppen, finde ich einfach ätzend. Wir haben bei Finanztipp ein Wissen, was für alle zugänglich ist. Es hat keiner den Stein der Weisen gefunden. So, es ist super simpel eigentlich, die Geldanlage zu machen. Keiner wird über Nacht reich. Sowas gibt es einfach nicht. Und wenn, dann hast du sehr, sehr viel Glück. Aber das heißt nicht, dass es für die breite Masse zugänglich ist. Sparen, 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 würde ich sagen. Also dieses Oldschool-Bausparvertrag, so wie man es früher so kannte, wie die Eltern so gesagt haben, du musst aber jetzt sparen. Also klar, ne, Tagesgeldkonto, der F-Depot, dass man so halt, klar, dass man spart oder dass man im Alltag aufpasst, dass man, keine Ahnung, kein Geld für sinnlose Sachen ausgibt. Aber ich finde, man spart ja auch, damit man sich mal was leisten kann oder dass man sich mal was gönnen kann. Und das darf man, finde ich, nicht aus den Augen verlieren. Treue lohnt sich. Also besonders schlecht ist ein Finanztipp, den gibt Finanztipp zum Glück gar nicht. Das sind Schiffscontainerbeteiligungen. Da hat man den Menschen noch gesagt, da hast du was in der Hand, du kannst die Schiffe sogar verfolgen, wenn die über die Ozeane fahren und du kriegst wirklich eine gute Rendite.
Und am Ende sind diese ganzen Schiffscontainerbeteiligungen mit Totalverlust richtig in die Hose gegangen. Und die Leute haben nicht gewusst, dass das absolut zum Verlust führen kann und haben auch keine Zinsen ausgezahlt bekommen. Und das war richtig schlimm. Und ich habe da einige Fälle vor Gericht gesehen und habe gedacht, das war wirklich eine schlechte Finanzempfehlung. Natürlich konnte man das durchsteigen, weil immer dann, wenn man besonders hohe Renditen versprochen bekommt, dann muss man schon wissen als Verbraucher, dass da wahrscheinlich ein Haken dran ist. Und so war das damals auch. Das war halt als todsicher. Gut, im Kleingedruckten stand schon was von Totalverlust. Ja, das wurde aber nicht so genau erklärt. Und die Renditen waren halt einfach traumhaft. Ja, und in Aktien wollte man nicht gehen, weil die zu riskant waren. Was ist denn so dein Lieblingsfinanztipp im Alltag? Aufrunden auf den Fünfer. Und das spare ich über einen Monat und da kommen dann easy mal so 100 Euro zusammen. Ich habe jetzt letztens einen neuen Finanztipp gefunden. Und zwar, bevor ich einkaufen gehe, also keine Ahnung, so Pflanzen shoppen oder keine Ahnung, Klamotten und was auch immer, setze ich mir vorher ein festes Budget. Zum Beispiel, heute will ich nicht mehr als 60 Euro ausgeben. Und dann, wenn du irgendeinen Artikel in der Hand hast, überlegst du dir zweimal, ob du ihn wirklich haben willst. Weil dann wird ja dein Budget immer voller. Oder dann kommst du immer näher an dein Budget. Und es challenged dich gleichzeitig noch unter dein Budget, das quasi nochmal zu unterbieten. Das macht richtig Fun. Habe ich für mich neu entdeckt. Und zwar diese Regel, würdest du die Sache wirklich kaufen, wenn jede Nutzung davon 1 Euro kosten würde? Also keine Ahnung, kaufst du einen Top für 30 Euro und würdest du es wirklich 30 Mal anziehen und jedes Mal 1 Euro dafür zahlen? Und dann denke ich mir oft so, nee, weil ich habe ungefähr 10 andere Tops, die sehen genauso aus. Bringt gar nichts. Und dann habe ich mir da schon echt viel Geld gespart. Der kommt jetzt von meiner Oma und zwar heißt der, lieber aus der warmen Hand geben als aus der kalten Hand. Und ich füge noch hinzu, das ist auch steuerlich meistens besser. Mein bester Finanztipp für den Alltag ist eigentlich, dass man sich wirklich echt regelmäßig alle seine Verträge und Tarife mal anschauen sollte. Am besten einmal im Jahr, da steckt so viel Sparpotenzial drin. Also Handy, Strom, Internet, TV, Gas, was man nicht alles hat. Einen richtig guten Finanztipp, ja, habe ich. Und zwar nicht ärgern, wenn der Zug Verspätung hat oder wenn das Flugzeug verspätet ist oder ausgefallen ist, sondern einfach Entschädigung beantragen. Bei Zügen geht das so einfach über diese DB-App. Ich ärgere mich gar nicht mehr großartig. Dann bekommt man wenigstens einen kleinen Anteil am Fahrpreis zurück und das finde ich einfach genial. Ansonsten wäre mein Tipp einfach anfangen und sich trauen. Ein Sparplan anlegen ist so easy und kostet dann am Ende nicht viel Zeit. Ja, aber das heißt natürlich auch, ne, jetzt haben wir die Bestätigung, selbst unser Geldanlageexperte macht da nichts viel weiter außer dem Sparplan auf den Aktien-ETF und es gibt nicht das Level 2 nochmal dahinter, das geheime Level, bei dem man die besonderen Renditen rauskitzeln. Nein, also manchmal schreiben uns ja auch Leute, gibt es nicht noch irgendwie die etwas besseren Tipps, die ihr nicht in euren Ratgebern schreibt? Da sage ich dann, ehrlich gesagt nicht. Denn zum einen Spaß, wenn es die gäbe, dann wären wir wahrscheinlich alle irgendwo schon in unserem Bungalow in der Südsee oder so. Und zum anderen kann halt niemand in die Zukunft schauen. Deswegen ist das Beste, was man nach dem Stand irgendwie des Wissens machen kann, breit streuen und einfach dabei bleiben. Ich habe tatsächlich einen Tipp, der ist mir durch einen Zufall mal passiert, indem ich zwei Mietwagen für dieselbe Zeit gebucht habe. Dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Mietwagen auf einen Fahrer ja nicht gehen. Ich habe dann das bessere Angebot genommen und so mache ich das tatsächlich immer noch. Ich gucke kurz vor der Reise nochmal, ob es ein besseres Angebot gibt. Kann ja dann stornieren und damit hole ich mir ab und zu mal ein Upgrade raus. Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage, die habe ich dir nicht vorher gebrieft. Arbeitest du gerne bei Finanztipp und wenn ja, warum? Ich arbeite auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Finanztipp. Ich überlege, ich habe vor ziemlich genau 7 Jahren angefangen, damals völlig elektrisiert quasi von der Mission und das hat sich jetzt seitdem kein Tag verändert. Mit der Kombination, dass Finanztipp halt wirklich zu 100% der Finanztipp-Stiftung gehört, also das heißt, wenn ich einen richtig guten Job mache, dann wird nicht irgendein Gründer richtig reich, sondern wir haben einfach mehr Geld zur Verfügung, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ja, tue ich durchaus. Das, was mich vorantreibt, mehr oder minder Probleme für Leute zu lösen. Ja, tue ich. Ich arbeite sehr gern bei Finanztipp, weil ich finde, es ist so, dadurch, dass wir gemeinnützig sind, dass wir eine Stiftung sind, dass wir das wirklich alles sehr ehrlich machen, war das für mich eigentlich tatsächlich so ein USP, wo ich gesagt habe, so geil, ich habe da voll Bock zu arbeiten. Weil als Community Managerin bin ich immer in den Kommentarspalten unterwegs. Und ich finde, wenn du wirklich von dem überzeugt bist, was du machst und du weißt, wie ehrlich das alles ist, dann tust du dir mit Kritik auch viel leichter. Das heißt, wenn jemand uns kritisiert, manchmal auch zu Recht,
dann kann ich einfach offen und ehrlich damit umgehen und muss nicht solche Standardantworten verfassen, wie so, danke für dein Feedback, sondern ich kann so sagen, okay, cool, danke, aber wir haben das aufgrund von den und den Wertvorstellungen gemacht und deshalb testen, analysieren wir so, wie es halt aktuell ist. Ja, ich arbeite sehr gerne bei Finanztipp und zwar, weil das Team einfach bestes Team ist und weil wir einfach was Gutes machen, also weil es einfach einen Sinn hat, weil wir gemeinnützig arbeiten und einfach vor allem der Jugend was Gutes tun, dass die mit ihren Finanzen hoffentlich einfach besser umgehen können in der Zukunft. Ich arbeite super gerne bei Finanztipp, weil mein vorheriger Job jetzt nicht unbedingt so war, dass der den Leuten wirklich in ihrem Alltag und bei ihren Finanzen oder was wirklich weitergeholfen hat, sondern es war einfach nur so ein Infojob. Und ja, das finde ich einfach super wichtig und das macht mir einfach super Spaß, dass man jede Woche dran arbeitet, dass ja, es den Leuten da draußen ein bisschen einfacher fällt und am Ende ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Ich arbeite gerne bei Finanztipp und zwar, was ich so an Finanztipp schätze, ist, dass tatsächlich, wenn ich mit Ideen komme, werden die umgesetzt. Finde ich richtig cool. Also ich hatte die Idee für die Female Finance Initiative und ich durfte damit dann nach einem Pitch tatsächlich loslegen und mache das jetzt seit mehr als 3,5 Jahren und das finde ich ehrlich gesagt total großartig irgendwie, dass wir da auch schauen, was sind denn die Dinge, die irgendwie Leute umsetzen wollen und die dann tatsächlich auch machen. Unbedingt. Ich bin jetzt fast seit 8 Jahren dabei, habe eben vorher diese schlechten Erfahrungen gemacht mit der Bankberatung. Insofern, ich stehe voll hinter dem, was Finanztipp macht, wie wir was empfehlen. Insofern, ganz klares Ja. Ich arbeite total gerne hier, zum einen, weil die Themen so spannend und vielseitig sind und zum anderen finde ich super, wie unsere Community mit uns sich austauscht und ich habe den Eindruck, dass wir wirklich auch was verändern können und das ermutigt mich eigentlich jeden Tag und freut mich total. Oh, ich arbeite sehr gerne bei Finanztipp. Warum? Weil ich jeden Tag mit neuen Themen mich beschäftigen darf, mit lauter netten Kollegen zusammenarbeite und etwas mache, was wirklich sinnvoll ist. Ich find's cool. Ja, ich arbeite auf jeden Fall gerne bei Finanztipp, hauptsächlich wegen meinem Team. Es ist so eine familiäre Atmosphäre bei uns im Team. Ah, ich arbeite super gerne bei Finanztipp. Schon allein das Team hinter Finanztipp ist so toll. Jede Person ist immer hilfsbereit, immer ansprechbar. Es macht so Spaß, ins Büro zu gehen und nicht nur im Homeoffice zu sitzen. Einfach wirklich ein tolles Team und natürlich mit einem richtig coolen Kurs dahinter.